In dem Video nehme ich euch mit auf eine Obstplantage, die wir hier in La Herradura besucht haben. Viel Spaß! Wir haben eine Obstplantage besucht hier in La Herradura. Eigentlich wird das als Kaffeefarm ausgezeichnet, weil die halt auch einige Kaffeepflanzen haben. Aber primär wird da einfach Obst angebaut. Deshalb nenne ich das jetzt auch einfach mal Obstplantage. Die Führung war auf Deutsch, was es uns halt noch mal um einiges einfacher gemacht hat. Und die Kinder haben dadurch halt auch sehr, sehr viel verstanden. Wir haben das erste Mal in echt Zuckerrohr gesehen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Auf dieser Obstplantage haben die auch ihre eigenen Bienen. Die haben die ganz oben auf dem Berg, haben die ganzen Bienenkästen stehen gehabt. Das sah auch sehr beeindruckend aus. Und ich fand das auch total interessant, dass da auch nochmal aufgeführt wurde, wie wichtig halt einfach die Bienen sind, um diesen ganzen Bestäubungsprozess und die Befruchtung von den Pflanzen und überhaupt halt wirklich voranzutreiben. Das ist ja in Deutschland genauso, wie das jetzt hier in Spanien ist. Und von daher fand ich es jetzt auch nochmal richtig cool, dass die einfach ihre eigenen Bienen dort hatten. Uns wurden verschiedene Bananenbäume gezeigt. Ich habe das erste Mal rote Bananen gesehen. Es war jetzt aber nicht so, dass die Banane innen drinne rot war, sondern da war tatsächlich nur die Schale rot. Die Bananen, die man dort kaufen konnte, waren auch wirklich richtig dick. Also das sahen eigentlich aus wie geklonte Bananen, aber ich habe es ja nun gesehen, dass dort wirklich keine Pestizide oder sonst irgendwas versprüht werden. Das hat man in erster Linie daran gesehen, dass halt zwischen den ganzen Bäumen und zwischen den ganzen Sträuchern halt einfach Unmass an Unkraut war. Also wenn man dann manchmal die Olivenplantagen oder irgendwelche Plantagen sieht, die halt so geschniegelt und gebügelt sind, da kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass halt das ganze Unkraut links und rechts einfach totgespritzt wurde. Und da war es halt wirklich sehr, sehr wüst, sage ich mal. Da waren halt ganz viele Kräuter, da war Lavendel dazwischen, da war ganz viel Unkraut einfach zwischen den Bäumen. Und das zeigt halt einfach schon, dass das halt sehr, sehr naturbelassen ist. Weil, wie gesagt, im Normalfall wird das halt immer einfach totgespritzt. Hier auf dem Bild jetzt sieht man Kumquats. Das sind ganz kleine Früchte. Ich würde sagen, die sind vielleicht so groß wie eine Weintraube. Die haben eine ganz, ganz süße Schale und ein ganz saures Fruchtfleisch. Das ist wohl eigentlich so eine Art von Zwergorange. Und ja, nur dass man die halt mit Schale essen kann. Uns wurde da erzählt, dass man halt nicht den ganzen Strauch oder Baum leer pflücken soll, sondern dass man da wirklich immer 2 bis 3 Früchte hängen lassen muss, damit die Pflanze nächstes Jahr wieder neue Früchte trägt. Fand ich zum Beispiel auch total interessant. Sie meinte, dass das halt wirklich eine sehr, sehr empfindliche Pflanze ist und darum soll man da sehr, sehr achtsam und vorsichtig mit der umgehen. Dann ging es weiter mit Avocados. Ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon mit Avocados, weil Lars, sein Kumpel, ja auch Avocados im Garten hat. Und sie hatte uns das auch nochmal bestätigt, dass die Avocados, also unreif quasi geerntet werden müssen und die reifen dann erst nach, wenn man die halt vom Baum pflückt. Also das konnten wir auch so bestätigen, weil wir die ja bei Lars, seinem Kumpel, auch schon vom Baum gepflückt haben und dann sind die erst Wochen später wirklich weich geworden. Was mich halt wirklich, also richtig beeindruckt hat, sind die Papayas. Also seht ihr jetzt hier, dass die Papayas ja natürlich grün am Baum hängen und die brauchen aber einfach 9 Monate, bis die ausgereift sind. Also wohl so zwischen 7 und 9 Monate, aber ich finde einfach diese Spanne, das ist ja 9 Monate, so lange tragen wir halt ein Baby im Bauch. Und ich finde es halt unfassbar, wie lange diese Frucht braucht, um reif zu werden. Und das war auch wieder für mich so eine Bestätigung, wie wenig ich einfach dann auch weiß, wo unser Essen herkommt, ja, wie lange das halt braucht, um zu reifen. Und das war für mich schon echt erschreckend. Sie hatte uns nochmal gesagt, dass Avocados und Mangos ca. 60 Liter pro Tag Wasser brauchen. Ja, wenn man das jetzt mal im Verhältnis setzt, wie viel halt eine Kuh eigentlich am Tag trinkt, ja, finde ich das jetzt tatsächlich gar nicht so krass. Also, weil es hier wird ja oft immer in den Medien so verschrien, ja, hier die Veganer dürfen keine Avocados essen, weil es halt voll der Wasserverbrauch ist. Aber ja, sie meinte halt um die 60 Liter am Tag und eine Kuh trinkt halt je nach Außentemperatur auch so zwischen 80 und 150 Liter pro Tag. Also, ja, fühle ich mich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so schlecht, wenn ich mir eine Avocado kaufe. Hier tatsächlich sowieso nicht, weil ich ja auch jetzt die meiste Zeit immer die frisch von dem Baum geerntet habe, von dem Kumpel von Lars. Und die hier sehr
ja, ich die ja einfach regional kaufen kann. Aber ich ja, finde halt dann immer wirklich so ein Wissen, wenn man vor Ort ist, finde ich immer total wertvoll, als immer irgendwas aufzuschnappen, was dann halt vielleicht bei Google oder sonst wo steht. Also von daher ist mein schlechtes Gewissen mit den Avocados und Mangos jetzt schon mal ein bisschen gestillt. Trotzdem geht es natürlich darum, einfach sich bewusst zu ernähren und nicht alles so sinnlos hinterzufressen. Hier sieht man jetzt eine Sternfrucht. War ich auch total überrascht, dass die Sternfrüchte so kaktusartig aussehen. Sie hat uns erklärt, dass sie die so hochbinden jetzt mit den Autoreifen, weil die Früchte sonst halt wirklich am Boden lang wachsen. Und ja, jeder weiß, der einen Garten hat, wenn die Früchte am Boden lang wachsen, dass man entweder halt Stroh oder irgendwas runterlegen muss oder das halt hochbindet, damit die ja, Früchte einfach nicht schimmeln und von den Insekten nicht aufgefressen werden. Und das ist der Grund, warum die das dort so hochbinden mit den Autoreifen. Ja, unsere Führung ging dann weiter zur Kaffeeplantage. Wir sind an einem Johanniskernbaum, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, vorbeigelaufen. Sie hatte uns dann auch die kleinen Früchte in die Hand gegeben. Fand ich auch super spannend, wie groß dieser Baum einfach war, wirklich unfassbar. Und dann sind wir durch die Plantage weiter geschlendert. Und hier sieht man jetzt auch, wie die Gartenabfälle verbrennen. Das ist tatsächlich jetzt hier in Andalusien überall gerade in der Zeit so, dass halt überall irgendwelche Feuer sind und man sieht halt so Rauch in die Luft steigen, weil die Gartenabfälle hier wohl verbrannt werden. Ich weiß nicht, ob die keine richtige Bioanlage oder sowas haben, aber das scheint hier alles okay zu sein. Sie hatte uns auch noch mal erklärt, dass die Böden da, wo wir da gerade langgelaufen sind, sehr, sehr feucht sind. Deshalb machen die das auch, dass die genau an diesem Ort halt diese Abfälle verbrennen. Ja, dann habe ich auch das erste Mal tatsächlich eine Kaffeepflanze gesehen. Das fand ich auch total beeindruckend. Sie hatte uns erklärt, dass die roten Früchte dann geerntet werden und dass man wirklich so eigentlich jeden Tag dort vorbeilaufen kann, um dort rote Früchte abzuernten. Dieser Strauch, jetzt, den man hier sieht, da werden ungefähr 500 Gramm Kaffee draus gemacht, was ich auch super wenig finde und auch schon wieder denke, krass. Ey, man muss sich das halt einfach wirklich mal vorstellen, wie viele Menschen wir auf der Welt sind und wie viel Essen einfach wirklich angepflanzt werden muss. Essen, Kaffee, Tiere, um uns halt wirklich so mit unserem Konsum, wie wir gerade halt so leben, um uns halt zu ernähren. Gerade wenn man immer in die Supermärkte geht, da ist ja alles en masse da. Ja, ich liebe das halt einfach, wenn man sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen kann. Ich bin da vielleicht auch nicht so die Vorzeigedame, dass ich so irgendwie alles korrekt mache, aber ich finde diese Erinnerung einfach wirklich super, super hilfreich, ja, sich einfach bewusst zu ernähren. Am Ende hatte man dann noch die Möglichkeit, eine Obstbox zu kaufen, die wir natürlich gekauft haben, weil wir das Obst natürlich alles mal probieren wollten und es war wirklich super, super lecker. Ich verlinke euch die Obstplantage, wo wir waren. Schaut da einfach mal auf der Webseite vorbei, da steht auch alles, wann die Führungen sind, wie lange die dauern, wie teuer die Preise sind. Man kann sich dort auch Obstboxen bestellen und ja, kann dann einfach die Frische genießen von den Lebensmitteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!